Der Sommer ist da. Jawohl. Ja. Totschick. Ja. Ist das, hast du das neu gekauft oder ist das noch von letztem Jahr? Du, das ist aus dem Fundus. Wie aus dem Fundus? Von Viva, darf man ja gar nicht sagen. Wie? Das ist geliehen nur? Ja, das war ja so kurzfristig hier. Ach so. Heute. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte, du wärst schon seit 2 Wochen eingeladen. Ja, schön wäre es gewesen. Ja. Ja. Hast was am Zahn. Ja. Was ist das denn? Ist das neu? Das ist neu, ja. Das habe ich jetzt seit 2 Monaten ungefähr. Wie heißt das? Zahnfleisch-Piercing oder was? Nein, Lippenbändchen-Piercing. Was? Lippenbändchen-Piercing? Ja. Da hat man doch so ein kleines, ne? Na. Ja. Wenn du mal reinkneifst, weißt du, wie das tut, wenn man gepierst wird. Also gar nicht. Es tut nicht weh? Nein, muss man so mit dem Fingernagel. Lässt man das immer drin? Ja. Was ist denn beim Zähneputzen? Kein Problem. Ja? Ja. Aber ich habe gehört... Ach, da ist doch noch so ein Stein drin oder was? Ja. Ja. Ich habe gehört, mal, es gibt irgendwann Probleme mit den Zähnen, deshalb nächstes Jahr mache ich sie da raus. Wie, was gibt es denn Probleme so, mit den Zähnen? Ja, ich habe schon gehört, Leute haben hier wirklich so eine Mulde bekommen. Ach, echt? Und ja, will ich nicht, aber die haben es dann wirklich über Jahre hinweg auch gehabt. Rostet das aber nicht? Nein, nein, das ist ja kein... Und verfangen sich nicht so, sagen wir mal, wenn man jetzt so eine Mettwurst isst. Ja. Ja. Was passiert denn dann? Nix passiert. Ach, dieses bei Zungenpiercings und so? Hast du aber nicht, oder? Zungenpiercings? Nein, wollte ich nicht, nee. Nur hier? Ja. Und Nabel, oder? Und Nabel. Bauchnabel haben wir alle. Ja. Ja. Ne? Und du hast hinten so ein Arschgeweih, das haben wir ja schon gesehen. Ah, ja, ja. 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 Ja, aber das ist gut jetzt, oder? Und unterm Arm hast du auch noch was, ja, oder? Ja, ich auch. Mhm. Das haben wir damit schon gesprochen. Was heißt das eigentlich? Liebe, Weisheit, Kraft und Gesundheit. Aha. Bist du sicher, dass das das heißt? Oder hat dich der Tätowierer verscheißt und hat gesagt, ich schreibe mal Friede, Freude, Eierkuchen drauf? Ja? Merkt ja keiner. Scheiße. Nein. Ich habe mich erkundigt, ja? Weil ich war auch skeptisch. Ja. Ja. Jetzt hast du ja deine erste Soloplatte gemacht. Ja. Vanni ja auch schon. Ja. Macht ihr alle jetzt Soloplatten? Nein, erstmal nicht. Also, Vanni und ich sind bei der gleichen Plattenfirma und die anderen. Jessie ist jetzt, glaube ich, bei Polydor, macht jetzt auch bald wieder was Neues. Und die anderen beiden, weiß ich gar nicht. Lucy hat Musical gemacht. Ach ja, das habe ich da irgendwas von mitbekommen. Ja. Ja. Aber euch wird es jetzt nicht mehr geben oder gibt es euch Ende des Jahres wieder? Nee, Ende des Jahres also, ganz sicher heißt nicht. Für mich, ich sag's nicht, aber Ende des Jahres gibt es uns nein, wieder. Nein, ja? Nein, 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 nein. Soll ich mal eine Prognose abgeben? Mach mal. Pass auf, ich sage, spätestens im nächsten Jahr. Mitte. Tun wir uns wieder zusammen. Ja. Bist du dir sicher? Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ja. Was soll denn das heißen? Wie, was soll das heißen? Hast du meinen neuen Song noch nicht gehört? Doch, super Song. Also. Ja. Geht ab wie die Post. Gemeint haben. Ist seit heute im Handel und morgen bestimmt auf Platz 1. Bin ich absolut sicher. Bist du sicher? Absolut sicher. Wir sollten vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt angucken. Und zwar, erste Soloplatte von Sandy heißt Unnatural Blonde. Bitteschön. Natural Blonde. In der U-Bahn? Oder wo habt ihr es gedreht? Ja, in der U-Bahn. Hier in genau, der deutschen in Berlin. U-Bahn? In der Berliner U-Bahn. Ja. Und dein Freund hat die Choreografie gemacht? Mit seinen Partnern zusammen, richtig, ja. Wie seinen Partnern? Der hat einen Partner, die haben zusammen... Ach so. Ist praktisch ein Choreografen-Team. Okay. Zur Quality, das ja. ist ja dein Freund, der Choreograf, der auch bei der Fame-Akademie richtig. Immer... Genau, ich ja. erinnere mich. Ja. Richtig. Richtig. Du spielst ja auch verschiedenen, du tanzt ja auch verschiedenen Hochzeiten, kann man sagen. Ja. Oder du hast ja schon geschauspielert. Ja. Machst du das weiter auch?
Ich hoffe, also ich war jetzt bei 2, 3 Castings, aber... Ach, muss man immer noch zum Casting gehen, selbst als Sandy? Ah ja, natürlich. Da kriegt man nicht direkt die... Na, man muss ja schon da sein können, unter Beweis stellen, sonst floppt der Film ja auch total. Und was waren es für Filme? Darf man schon sagen? Nein. Nein. Doch, du wolltest gerade sagen. Nein, ja, Soloalbum kennt man ja, da habe ich mitgespielt. Ah ja, genau, das war es ja auch. Hier haben wir auch einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Ja, genau. Ja. Und dann moderierst du ja auch noch. Und zwar... Hatte ich nicht mehr. Wie? Schon wieder vorbei? Ja, habe ich nur 8 Wochen gemacht. Bei der Mac-Chart-Show. Wieso? Keine Zeit mehr oder warst du zu gut? Ich sag dazu jetzt nichts. Oder keine Zeit, man muss ja immer nach London fahren. Nein, keine Zeit, absolut keine Zeit. Man weiß nicht, was man macht. Ich habe so viele Projekte. Ich habe so viele Projekte, da habe ich keine Zeit dafür. Nee, also es geht nicht. Ne? Da muss man ja auch irgendwo Grenzen setzen. Ja. Und jetzt habe ich gehört, übernächste Woche? Nächste Woche? Wann ist der Grand Prix am Nürburgring? Formel 1. Formel 1, ja. Am 31. Am 31. Meine ich, ja. Und da singst du die Nationalhymne? Ja. Echt? Ja. Zusammen mit Niki Lauda? Alleine. Ja, lieber Niki, also ich will es dir mal gesagt haben. Kannst du sie denn? Ich kann sie, aber das war die alte. Ja. Also, dann probieren wir doch mal die neue. Drückst du, ist das so richtig, also ist das richtig A Cappella ganz alleine oder mit Sound dahinter? Nein. So wie man es aus Amerika kennt? Das ist A Cappella, ja. Und dann vor dem Rennen oder nach dem Rennen? Ich denke davor. Ja. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ja, also nach dem Rennen wird es ja nur gespielt, wenn Schumi dann auch gewinnt. Richtig. Ja, dann singst du dann nochmal oder kommst du dann aus der... Das weiß ich nicht, aber... Dann stehst du da vor diesen 150.000 oder wie viele Zuschauer gehen am Nürburgring? Ja, sag's mir noch ein paar Mal. Ja, geht bestimmt gut dann. Ja, und Millionen an den Fernseher. Ja, schön. Und wenn du da versagst, dann blamierst du nicht nur dich, sondern auch deine Familie, deine Bekannten, deine Freunde, deine Verwandten. Hauptsache, du bleibst locker. Ja, was ziehst du denn da an? Da muss man ja, kann man nicht in so einem kurzen Ding ankommen, wenn man die Nationalhymne... Ein langes Kleid. Ein langes Kleid. Ja. Lass dich überraschen. Weißt du schon Farbe oder so? Sag ich doch aber nicht. Willst du hier schon mal Test singen? Die Nationalhymne lieber nicht. Warum nicht? Nee, das ist Überraschung. Komm zusammen. Ja, das ist falsch. Das macht man nicht so nervös, dass sie nicht mehr weiß, wie es richtig geht. Ja. Nee, das ist alles. Aber jetzt so Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Unterhemd. Ja. Unter Vaterland? Entschuldigung, will ich nicht nervös machen. Nein. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Ja. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Ja, und so weiter und so fort. Und so weiter, genau. Ja. Das kriegst du schon hin. Das ich drück dir ganz fest die Daumen. Interessierst du dich denn auch für Formel 1? Oder? Früher mehr. Meine Familie ist total verrückt danach. Aber ich komme in letzter Zeit nicht so oft dazu. Hab jetzt nur das auch mitbekommen, weil der Unfall war, dass Schumi mal nicht gewonnen hat. Ja. Weil er gewinnt ja immer und es ist für mich sowieso schon klar, da braucht man ja nicht mehr so oft einschalten. Eben. Ne? Ja. Aber wenn du da singst, da gucke ich auf jeden Fall zu. Ich hoffe es doch, Stefan. Hauptsache, man sieht es bei RTL groß und da freue ich mich sehr drauf und da bin ich mir absolut sicher. Ich habe gehört, da gibt es ein fette Party. Da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner aktuellen Single Unnatural Blonde und dann kommen wir wieder demnächst. Bitte. Ja? Sandy, meine Damen und Herren.